möchten wir vom LSV Friedersdorf aus noch ein paar kleine Ehrungen durchführen, anlässlich unserer 50-Jahr-Feier. Der LSV Friedersdorf wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Und ja, die große Feier findet erst nächstes Jahr statt, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr dann natürlich auch unser Bau oben fertig ist. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön und einen kräftigen Applaus bitte für die Helfer, die bis jetzt dort ihre zahlreichen Stunden geleistet haben. Und wir hoffen natürlich, dass dort noch weiter uns immer kräftig unter die Arme gegriffen wird und wir dort oben einen schönen Bau hinbekommen. Wir möchten jetzt, wie gesagt, noch ein paar Auszeichnungen vornehmen, die Auszeichnungen übernehmen oder werden dann durchgeführt durch den Lutz Stübner und durch den Silberringer. Und vorher möchte ich noch den Vizepräsidenten bitten vom Sächsischen Fußballverband, noch ein paar Worte an euch zu richten. So, liebe Gäste, eurer heutigen Veranstaltung 50 Jahre Vereinsfußball ist natürlich auch für den Sächsischen Fußballverband ein Anlass, euch die Glückwünsche des Präsidenten, des Präsidiums zu überbringen und der Patrick hat es schon gesagt, auch ein paar Auszeichnungen vorzunehmen für das ehrenamtliche Engagement, ohne den die 50 Jahre Vereinsfußball hier in der Oberlausitz nicht denkbar gewesen ist. Und, ich verkneife mir hier ein halbstündiges Referat über die Rolle der Bedeutung vorzutragen. Das langweilt euch nur, aber ich glaube, es ist wichtig und es ist gut, dass es solche Leuchttürme gibt, wie hier euren Landsportverein, der hier auch in der ländlichen Region Spiel, Sport und Spannung anbietet, den Kindern, den Mädchen, den Jungen, auch natürlich den Erwachsenen, denn ich habe mal so ein bisschen in der Homepage bei euch nachgeschaut, ihr habt ja von den Kleinen bis hoch zu den alten Herren einen regen Spielbetrieb und dann kann man auch die Ergebnisse dort fein ablesen. Von daher ist das eine tolle Geschichte und ich habe auch da ein Video gesehen auf der Homepage, da ist eine große Baumaßnahme angekündigt und beschrieben und dann sieht man es auch, wenn man hier kommt, sodass das was Nachhaltiges ist, was Dauerhaftes ist und ich glaube, wenn wir uns in 50 Jahren, also dann bei 100 Jahren Vereinsfußball Friedersdorf alle wieder treffen, wird das Ding stehen, wird es erweitert sein und wir erfreuen uns dann allerbester Gesundheit und dann wird es uns allen gut gehen. Und wenn man mal so ein bisschen profundes Fußballwissen wird hier da sein, mal in die Vergangenheit schaut, 1972, weiß denn die Fußballprominenz, die hier anwesend ist, wer der Oberligameister geworden ist 1972? Der erste FC Magdeburg. Und gucken wir mal auf die andere Seite, in der Bundesliga 1972, wer ist dort Meister geworden? Der Dauermeister, das war Bayern München. Also von daher, das eine ändert sich, das andere ändert sich nicht, ich weiß gar nicht. Die Magdeburger haben jetzt in der zweiten Liga Heimspiel, wo ich mit dem Auto hergekommen bin, stand es 1-1. Ich weiß nicht, ob sie es hinkriegen. Schwer überstehen, deshalb müssen wir zusammenstehen und dafür kämpfen, dass sowas wie heute hier stattfindet, wo ihr, ich sag mal, in der Perspektive seid, euch einzurichten auf die Zukunft, dass das nicht kaputt geht. Das, da müssen wir alle dran kämpfen, müssen wir auch mal der Politik Bescheid stoßen, dass dort nicht am falschen Ende gespart wird, weil das in der Tat, wenn ich in der Sportgeschichte wieder den Rotstift ansetze, ist das nach meinem Dafürhalten falsch. In dem Sinne wünsche ich euch aber alles Gute und ihr habt ja auch Erfolge. Ihr seid ja Kreispokalsieger geworden, so war es aller Orten zu sehen und zu hören. Also seid ihr auch erfolgreich im sportlichen Bereich unterwegs. Wir werden dann die Ehrungen vornehmen und deshalb an alle, die heute ausgezeichnet werden, den Glückwunsch voraus. Und die Frauen und Männer, die heute geehrt werden, stehen natürlich stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die von den Kindern bis hoch zu den Erwachsenen überhaupt dafür beitragen können, hier Vereinssport zu betreiben. Das gilt es zu fördern, das gilt es anzuerkennen. Und deshalb einen großen Applaus für uns als Sächsischen Fußballverband, für euch. Für die 50 Jahre und wie gesagt, in den 50 Jahren sehen wir uns wieder.
alles Gute, noch einen schönen Nachmittag und Abend für eure Vereinsfest. Vielen herzlichen Dank. So, ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen an alle. Es ist mir eine Ehre, dass ich das heute hier moderieren darf, sag ich mal, als Nicht-Friedersdorfer. Und eine ganz besondere Ehre ist es mir das Mikrofon zu teilen mit dem Bürgermeister von Markersdorf. Hat man auch nicht alle Tage. Und die folgenden Ehrungen werden vorgenommen durch den eben gehörten Vizepräsidenten des Sächsischen Fußballverbandes, Jörg Gernhardt, und den Ehrenamtsbeauftragten des Fußballverbandes Oberlausitz, Holger Gliesing. Und in diesem Sinne übergebe ich das Mikro an den Bürgermeister, der die erste Laudatio hält. Danke, Lutz. Von mir auch noch allen, die ich noch nicht guten Tag gesagt habe, einen wunderschönen guten Tag. Ich lese das mal jetzt so vor, wie sich der Vereinspräsident wünscht, dass es vorgetragen wird. Wir möchten unser Jubiläumsjahr nutzen, um uns ganz herzlich bei unserem Sportfreund Falco Hoffmann zu bedanken. Falco? Falco, oder auch besser Amigo, ist seit 20 Jahren unser Mann am Grill. Viele tausend Bratwürste hat er schon gedreht und gewendet und unser Grillmeister hat damit einen hohen Anteil am sehr guten Zuschauerzustand. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans? Es ist schon ziemlich lange, da fing alles einmal an. Keine Ahnung. Dankeschön, 40 Jahre die Flippers.